Oh, eine Three, Gruppe, die macht ein one. Pre-Pult. Ah, fuck. Jetzt habe ich. Ich bin so ein Vollidiot, ne? Jetzt habe ich meine Inker nicht gedrückt. Gut, hier kann ich eh nicht sonderlich viel machen, weil wir hier sofort die Mobs rauspullen. Und zwar bin ich mal wieder mit einer Random-Gruppe unterwegs. Diesmal einen Elver-Key. Und ich würde ganz gerne den In-Time laufen. Denn ich brauche diesen Key noch für mein Achievement. Beziehungsweise ein bisschen Radio hochzupushen. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen mein Ali-Char am Gieren. Scheiße. Oh, er hat mich gedispelt. Perfekt. Sonst wäre ich jetzt in die Mobs reingeführt worden. Das wollen wir nämlich nicht, weil die beiden brauchen wir nicht. Die da stehen, die kannst du nämlich skippen. Es kann sein, dass du... Ne, musstest du killen? Ne, musst du eigentlich auch nicht. Wenn du stirbst, ne, dann kannst du auch an der Seite vorbei. Theoretisch könnten wir die auch jetzt reinziehen und schon mal triggern, was ich ganz gerne mache. Aber dann müssen die Leute checken, was du machst. Wenn die sie nämlich nicht checken, dann stehst du drin, hast getriggert und die Mobs stehen quasi dazwischen. Und das ist eher ungünstig, ja? Sagen wir es mal so. Ungünstig trifft es nur ganz gut. Ich lasse ihn jetzt nur einmal cleaven und dann laufe ich schon mal rein und trigger. Dann sparst du dir einen Ticken an Zeit. Nicht viel, aber ein bisschen, ne? Jetzt bin ich überlegen... Es ist keine Trash-Buff-Wahl, ne? Ob ich jetzt einfach hergehe und hier zwei Gruppen zusammenziehe oder ob ich safe mache. Ich glaube, ich spiele safe, oder? Ich glaube, ich pull eine Gruppe plus die vier Mobs hier hoch. Und, ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Also hier kannst du eigentlich easy zwei Gruppen pullen. Wenn du ein paar Interrupts hast, ist es eigentlich kein Stress. Aber wir machen es jetzt mal sicher. Ja, das mit den Interrupten klappt ja irgendwie nicht so ganz toll. Das ist zu weit entfernt. Der Groß und Böse. Also mit den Interrupten, das klappt halt echt nicht. Okay, jetzt ist der Heiler Geschichte. Ich muss den Heiler retten. Oh, der andere Dude wird da reingeführt, ne? Ist noch nicht bereit. Ja, gut. Okay, vielleicht. Vielleicht hätten wir es noch ein bisschen. Ne? Vielleicht hätte ich die eigentlich dazu pullen sollen. Die vier Mobs, aber eigentlich gehen die im Cleave unter. Was haben wir denn eigentlich für einen Heiler? Ein Druid-Heiler. Also, der könnte theoretisch auch mit die Mobs dispellen. Ne? Wenn die ja low gehen, hast du ja den. Ah, okay, der macht es sogar. Ja, gut, dann. Jetzt habe ich es auch gemacht. Das haben wir beide Cooldown. Optimal. Optimal. Ich spare mir jetzt meine Inka tatsächlich auf. Für ein Ding. Eigentlich ist das jetzt ziemlich wasted, was ich mache. Komm, ich LOS den jetzt einmal hier. Müssen wir halt immer interrupten. Das ist halt echt ein bitchiges Ding. Eigentlich hätte ich halt auch hier inkern können, weil bis jetzt die Mobs kommen. Wir müssen, glaube ich, sogar noch tatsächlich nochmal eine Gruppe machen, ne? Komm, jetzt ziehen wir den mal ein bisschen live ab. Hat ja nur eine Minute Abklingzeit, also das ist eh ganz gut. Ich habe gesehen, bei diesen MDI-Dingern, ich gucke das ja nicht aktiv, aber ich habe da mal kurz reingeguckt, ne? Da haben die hier in einem, was war denn das, 16er-Key oder so, haben die hier alle Mobs zusammengezogen innerhalb von Sekunden mit, glaube ich, zwei Rogues in eine DK weggeklieft. Also, das ist dann halt schon beeindruckend, ne? Aber die haben halt auch den Damage und da muss der Tank das nicht lang gegentanken, da ist das auch relativ easy. Gefallene. Ich könnte theoretisch jetzt die einen Mobs hier mit reinziehen, so ganz theoretisch. Fuck, der Void jetzt einen. Okay, der ist komplett eingevoidet. Theoretisch könnten wir jetzt die hier zu dem Trashpack dazuziehen. Aber ich mach das jetzt mal nicht. Ich geh jetzt mal nochmal sicher. Wenn wir eh schon am Reinkleven ist. Ich muss näher ran. Thank you.
paar Interrupts wären halt echt mal schön, ne? Mein Desorientieren nochmal rein, aber das juckt den halt nicht. Ich muss da vielleicht auch nicht so viele Wirbel fressen, ne? Ich muss ein bisschen rausziehen. Aber wenn ich da rein charge, ne? Habe ich jetzt einen Heiler komplett LOS, kann das sein? Nee, okay, der ist mit einem Stab, weil da hinten nur einer rumsteht. Komm, machen wir das mal auf einen guten alten Weg klicken. Naja. Einen Toten haben wir, ja, das ist in Ordnung. Aber Boss-Buff, ne? Jetzt muss ich ihn vielleicht sogar kiten, wenn es blöd läuft. Aber wenigstens haben wir HT, ne? Da kannst du nichts sagen. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Nein, ich move jetzt hier nicht raus. Das macht mir so gut wie keinen Schaden. Bis da rein und wieder raus gedingst bin. Letztes Mal nämlich schon geguckt, da war es zwar kein Boss-Buff hier im Start, aber trotzdem, ne? Mal gucken. Wobei hier eigentlich keine schwierigen Bosskämpfe drin sind. Hier ist der Trash tatsächlich das Ätzendere. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Das kann ich auf das Melee. Ne, das muss Caster Damage sein, ne? Tja, jetzt ist die Frage. Spielen sie die Ads? Muss ich den Boss kiten? Wahrscheinlich muss ich den Boss kiten, aber ich hab ja. Spielen die Ads? Gut. Ich geh jetzt doch mal raus, keine Ahnung. Müssen sie ja jetzt nicht auf Teufel komm raus risky spielen. Das Schöne ist, selbst wenn keine Gegner sind, über das Trinket kann ich auch das Life von meinem Verbündeten abziehen, ne? Ja, das haben wir wieder hochgehalten. Also ziehst jedem nicht viel ab, ne? Und im heißt dich quasi mehr, als du abziehst. 250% von dem, was du abziehst, heißt dich. Gut, wenigstens decken sie das Zeug hinten, das freut mich schon mal. Ja, der Heiler ist schon wieder tot. Ach komm, wie kannst du denn so ein Kacknub sein? Ja, ich habe kein Battle Rats. Wie kann man denn da sterben? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Können wir den noch irgendwie runterspielen? Ein DD ist halt jetzt auch schon tot. Ach komm. Krieg schon wieder einen Hass, echt. Chippt halt der nächste DD. Du kannst jetzt nicht mehr auf den Trash gehen, du musst es auf den Boss durchziehen. Ja, ach, fick dich doch. Keine Ahnung. Ja, super. Wie kann man denn so schlecht sein, echt? Das ist zu weit entfernt. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ja, gut, das kann ich wipen. Ist noch nicht bereit. Nein. Wie kann man denn so schlecht sein? Mann. Das habe ich echt noch nie gesehen. Eigentlich soll ich da leaven. 32, Der hat sich halt, hat sich glaube ich von dem Gold erwischen lassen, oder? Der war in dem Gold-Dings drin gestanden, ist gestorben. Ja, der ist einfach in der Pfütze verreckt. Volcanic und in der Goldpfütze, okay. I see. Das habe ich noch nicht angelegt. Zieh hier einfach Inka, keine Ahnung. HT haben wir jetzt auch einen Cooldown. Weiß ich nicht, ich brauche die Instanz halt nur in-time, ne? Alles andere bringt mir halt nichts. Weil ohne Scheiß aus allem anderen kann ich halt auch rausliefen. Weil das ist dann Zeitverschwendung tatsächlich. Wenn wir jetzt nochmal so einen Käse haben, dann muss ich da wahrscheinlich Konsequenzen draus ziehen. Komm, ich bleib da jetzt drin stehen. Lauf! Okay.
eine Eigenheilung ziehe, ist das halt easy. Dann scheinen zwei, die sich kennen, ne? Zwei von Dalaran. Ich frage mich, warum der Melee dahinter geht, das ist halt unnötig. Dann hat die Ranges, man verlierst halt ultimativ viel Schaden, wenn der da hinläuft und wieder zurück. Du hast einen Hunter, du hast einen Mage, also eigentlich kein Stress. Braucht man Warrior nicht immer hinterlaufen. So, Schaden nebenbei umgenutzt, leider nichts gedroppt. Wir gehen mal weiter auf den nächsten Char. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Glück. Ich, wenn der Mage Frost Orb reinhaut, dann war's das eigentlich schon. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Ist noch nicht da. Solange der Druid sich jetzt nicht wieder weghitten lässt, ne? Ist alles gut. Ich konnte noch relativ lang rumkiten. Wobei das auch gewastet war, ne? War eigentlich bloß Zeitverschwendung. Aber ich dachte, mit einem DD geht's vielleicht noch, ne? Aber wo ich alleine war, dann war quasi... Ah, fuck. Puh, gerade noch rausgelaufen aus dem Volcanic, ne? Wenn du dann zurückcharged und dann direkt im Volcanic drin liegst. Echt tricky teilweise. Okay, jetzt müssen wir mal selber ein bisschen mehr hochziehen. Ah, da gehen wir jetzt mal raus. Und ich habe keine Lust zu sterben. Aber wir haben nicht so geilen Boss-Damage, ne? Also wenn ich jetzt hier so sehe, Hunter macht so gut wie keinen Schaden. Naja, wir werden sehen, ob das was wird. Einmal Vipen ist, glaube ich, ist drin, ne? Aber mehrfach wird nix. Hast du halt 30 Sekunden jetzt schon hergeschenkt. Ihr könnt euch den Sandalari nicht widersetzen. Plus die Zeit, die wir halt auf den Boss drauf genudelt haben. Wir werden jetzt wahrscheinlich hier drin dann die Mobs triggern. Wird auf jeden Fall interessant. Ist egal, den brauche ich nicht debuffen. Den kann ich debuffen. Ich brauche ein Ziel. Letztens hatte ich hier dass wir Reaping hatten, ich bin dem Reaping nachgelaufen, dann ist da hinten das letzte Mob-Pack raus. Wusstet ihr, dass das die als nächstes das dran sind? Ist zu weit entfernt. Und dann hatte ich das Problem, dass der Heiler hinten stand, ich habe vorne das Reaping abgefangen und ja, dann haben die Mobs, die gespawnt sind, den Heiler erstmal weggenutzt. Das war ein bisschen blöd. Genau in dem Moment halt kam. Und bis ich wieder hinten war, war der schon Dreck gelegen, ne? Da war schon Feierabend. Ich frage mich, warum die da jetzt unbedingt Fokus-Target drauf machen. Ohne Trash-Buff sollten eigentlich die meisten Mobs nicht so arg das Problem sein. Kann ich den eigentlich wegnocken? Ah, doch, es geht. Ich kann ihn tatsächlich ins Nirvana knocken. So, 3, irgendwas. Nächste ist... Ich frage mich zwar jetzt, was der Move gebracht hat, aber, ne? Imposant. Das hat denn der 2... Ja, das reicht auf jeden Fall. Lauf, kleines Mädchen. Das reicht auf jeden Fall. Dann werden danach die noch kommen im Kampf drin. Mit dem ganzen Ripping-Shit. Also da muss ich auf jeden Fall dran denken, dass ich zurücklaufe und die abfangen. Das wird nur interessant, das sage ich euch. Lauf, kleines Mädchen. Den irgendwie? Lauf, kleines okay, perfekt. Perfekt Lauf. Weggenockt. Erhebt euch, Gefallene.
Haben wir alle? Da müssen nur noch mehr kommen, oder? Zwei Golems vom Anfang, die kommen wahrscheinlich auch noch. Und dann werden halt jetzt gleich die hier noch an den Start kommen. Ja, ich dachte es mir schon. Ich muss mal ran. Ach du Scheiße. Jetzt wird's voll hier. Aber ich habe noch meine zwei Walls, also alles easy. Und meine Heilung habe ich auch noch. Ich bin durchgehend voll. Kein Stress. Gut, der Trash ist auch wirklich kein Ding, ne? Wenn kein Trash-Buff ist. Jetzt steckt er mir sogar den Hunter-Dings. Jetzt, wo fast alle tot sind. Ja, gut. Kann man machen? So ist der Heal ja nicht so verkehrt, ne? Aber vorher da, wo er sich wegschotten lassen hat von der Void, das ist halt gammelig. Das hat uns halt jetzt vorher den kompletten Bosskampf gekostet. Der Boss war ja fast tot, ne? Das waren bestimmt 2-3 Minuten, ne? Die uns das Ganze gekostet hatten. Das ist halt schade, ne? Um so nett zu sagen. Das ist zu weit entfernt. Ich hätte jetzt auch roaren können, aber... Oh, Moment, habe ich nicht gerappt vorher? Wir dürfen nicht so oft sterben, ne? Sonst wird's blöd. Fuck, ich habe tatsächlich nicht gerappt vor der Instanz. Das sollte man eigentlich auch nicht machen, weil wenn jetzt in der Instanz meine Rüstung kaputt geht... Gut, ich sag mal so... ich habe 32%, da müsste ich bestimmt 3 oder 4 Mal Minimum sterben, dass das rot wird. Und wenn das passieren sollte, dann wird es eh nicht mehr in Time und dann ist es eh egal. Jetzt bin ich zwar noch nicht in einem Dings mittendrin rausgelieft, aber das würde ich dann tatsächlich machen, weil einen Key, den man einfach nur schafft, der bringt mir ja nichts und unterm Strich ist dann nur Zeitverschwendung. Und sie hatten im Ding in Time stehen, ne? Also von dem her. Mal runter. Ich bin jetzt überlegen, ob ich da drüben gleich alles pull, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Hätte eine Blutscheuche. Ach komm, ich mach's doch nicht. Als die Tempel in Toten. Wir nehmen jetzt die hier mit und dann. Sie Golems, um die verseuchten Leichen loszuwerden. Bin mir sicher, der wird auch euch ohne Probleme los. Normalerweise pull ich immer alle, aber. Machen wir mal vielleicht ein bisschen safe das Ganze. Golem wollen wir nicht pullen. Das ist zu weit entfernt. Langsam eng hier. Ich dachte, die sterben ein bisschen fixer, um ehrlich zu sein. Erhebt euch, ach shit. Gefallene. Wir haben schon Reaping. Ups. Fuck, wo rennt er hin? Wo rennt er hin? Renn doch da nicht raus, Brother. Fuck, jetzt stehe ich halt hier echt beschissen drin. Wir jetzt schon wieder Reaping haben? Komm, jetzt ziehen wir mal mein Dings-Item. Da muss ich schnellstmöglich raus. Mal schon noch ein paar kleine dazu pullen zu dem einen. Jetzt kommen die anderen Mobs erst. Weit gelaufen. Das ist zu weit entfernt. Guck mal, dass der Heiler ein bisschen was zu tun hat. Den hat er jetzt noch rausgepult. Da haben wir jetzt wieder einen Ticken Zeit zumindest aufgeholt. Die Reaping Mobs sind immer noch nicht tot. Gut, muss halt die ganze Dispel, ne? Das wird auch nicht so optimal. Okay. Ich bin außer Reichweite. Ja, noch Mana, der Heiler? Das ist jetzt gerade ein Katze, ne? Deswegen sehe ich es jetzt nicht. Der in der Suppe drin. Ich muss näher ran. Will der vielleicht mal wackeln? Was haben wir denn jetzt? Nur 21 Minuten. Keine Ahnung, ob das nur was wird. Nur du hast halt hier so einen Haufen Videosequenz-Scheiß und anderen Shit. Und die schwierigsten Sachen haben wir noch definitiv vor uns. Das ist zu weit entfernt.
Keine Ahnung. Jetzt dürfen wir halt nirgends mehr rumfailen, ne? Gut, der Endboss kann nix. Der eine Boss kann eigentlich auch wenig. Vorletzte. Der kann eigentlich auch nicht sonderlich viel. Wenn du die Dinger klickst halt, ne? Sonst. Die Brücke ist halt. Ist halt immer so das Schwierige. Hier, der hat Mana. 3, 2, 1. Eure Körper sind befallen. Das Gute ist, wenn man rumfällt, hat man bei jedem Boss HT, ne? Muss immer positiv sehen. Das hat uns halt schon viel Zeit gekostet, ne? Das beim ersten Boss, weil der halt schon fast tot war. Ich weiß nicht, ich glaube, es könnte schon noch drin sein, wenn man es absolut fehlerfrei spielt. Ich ziehe jetzt einfach Inka hier. Weil bis wir das nächste Mal Reaping haben. Verhindert Infektionen. Entfernt das Gehirn. Wo rennt er denn hin? Achso, er dachte, der Dude ist drüben. Geht vielleicht wieder ein bisschen mittiger. Der Blutlauf muss geläutert werden. Lauf! Der Blutlauf muss geläutert werden. Jetzt sind wir langsam ganz schön eingeläutet. Gut, dass der Mage da hinten stehen bleibt. Ich wollte jetzt bloß gucken, dass ich ein bisschen in die Mitte komme. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Boss hier schon mal so ewig unterwegs war. Oh, weia. Ich sehe schon den ganzen Raum brennen, ne? Mach den Leichnam bereit. Ich bin außer Reichweite. Ich sehe keinen Wackeln. Okay, jetzt haben wir ihn rausgeholt. Passt. Gestört. Ja, das war eine gute Idee, Inka zu ziehen. Also es macht halt Single-Target, macht halt nicht viel Damage, ne? Aber bevor du es komplett gar nicht siehst, ne? Die Toten müssen bewahrt werden. Scheiße. Meine Stiefel sind jetzt schon mal gelb. Ungünstig, würde ich jetzt mal sagen. Der Tempel ist mit Gahuns Macht erfüllt. Lädt immer noch auf. Hier kriegst du halt echt diesen Scheiß. Ah, der hat den Dings Taunten. Okay, das war, ist gar nicht so blöd eigentlich tatsächlich. Hat die Katze den Schlag abgekriegt. Das ist tatsächlich nicht so blöd. Wenn er das geplant hat, war das sogar sehr gut, was er da getan hat, der Hunter. Weil der Schlag, der haut übelst rein. Den haben sie zwar schon mal genervt, ne? Aber der macht immer noch... Oh fuck, jetzt wird langsam alles gelb. Scheiße, ich krieg echt rote Rüstung hier, ne? Das ist meine Brust, meine Hose und meine Schuhe gelb. Zum Glück gibt's da nicht so eine Abstufung, ne? Früher gab's, kennt ihr noch dieses Classic Hunter Pet? Ich hab den jetzt absichtlich. Ah, nice, er hat ihn wieder getauntet, den einen Mob. Aber lass ich das. Das ist zu weit entfernt. Okay, jetzt hat. Pet hat das Ding gefressen. Perfekt. Hier Totem vielleicht noch killen. Ja, warte mal, den pullen wir jetzt mal hierher. Ich bin außer Reichweite. Hütet euch. Ich kann ihn chargen, ich bleib einfach drin stehen. Wird er easy. Danach, was bringt der? 3-5, danach haben wir Reaping. Und meine Inka ist wieder ready. Schau, es war eine gute Idee, es da zu ziehen. Muss man manchmal so ein bisschen abschätzen. Jetzt habe ich noch keinen Charge ready, aber ich kann mit dem Dings auch chargen. Oder so. Letzte Mal war ich hier. Und dann konnte ich den Boss nicht chargen. Bin oben. War oben und konnte aber nicht chargen, weil der Boss oder der Mob gestorben ist währenddessen, ne? Das war richtig ätzend. Aber er dispelt. Da kann man nichts sagen. Der Heiler dispelt.
Das freut mich. Wenn wir eigentlich die Mobs hier langsam reinziehen, keine Ahnung. Können jetzt auch nicht so viel. Sterben sollte ich nicht. Das ist zu weit entfernt. Vielleicht sollte ich auch nicht vor die Raptoren laufen, aber ich will die ein bisschen cleaven. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt vielleicht ein bisschen aggressiver was pullen sollte, um noch Zeit zu dingsen, aber wir haben 16 Minuten. Also wenn jetzt nicht schief geht, sollte das eigentlich laufen. Endboss kann eigentlich nichts. Das Einzige, was schief gehen könnte, ist der vorletzte Boss, ne? Der könnte halt definitiv schief gehen. Ah, der Hunter-Pfeil ist nicht schief. Der Hunter macht sein Zeug eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Er macht keinen absoluten Shit. Heiler hat eigentlich Mana, sieht gut aus. Theoretisch könnte man die Gruppen halt hier wirklich zusammenpullen, ne? Aber ich mach das jetzt mal echt safe, pull hier nichts zusammen. Ein Thema hier mal nochmal. Totem vielleicht mal umhauen. Das ist zu weit entfernt. Schönes GS habe ich theoretisch auch noch. Oh, der Shadow Sons ist gespawnt. Den muss ich jetzt mal fix anhitten. Er tauntet halt mit seinem Pet immer rein. Das ist halt eigentlich echt gut, was er macht. Ich habe kein Ziel. Haben wir jetzt gleich die ätzendste Gruppe noch und dann die zwei Dudes. Jeden Mob braucht. Oder ich überschätze das gerade, was er macht, und er hat das Pet einfach auf aggressiv gelassen und taunt halt so die ganze Zeit. Aber das glaube ich fast nicht. Er taunt halt eigentlich immer den richtigen Mob. Eigentlich nicht so schlecht. Da wird der Mage fast weggekleeft, aber der Heiler hat Mana, passt. So, das ist die ganz lustige Gruppe. Das ist zu weit entfernt. Dafür würde ich ganz gern Inker ziehen, hab's aber leider noch nicht ready. Irgendwo das Totem stehen, da ist es. Im Down. Ja, ich hab noch beide Walls und Ding. Ich hätte halt echt mal einen aggressiveren Pull machen können. Ich hab ständig alle CDs ready. Aber lieber hast du ready und brauchst du nicht, als dass du einfach wastest. Und dann, wenn es eng wird, nichts mehr ready hast, ne? Zum Beispiel jetzt. Jetzt ziehen wir mal eine Wall. Sicher ist sicher. GS habe ich auch noch, wenn es noch enger wird. Auch eine Wall habe ich auch. Und mein Trinket ist auch gleich wieder ready, wo ich mir wieder live absaugen kann. Ah, jetzt sollte langsam mal dispeln. Perfekt, da kommt der Dispel. Gehen wir uns mal noch ein bisschen live. Jawohl, war noch nicht ready. Benutze es beim nächsten Pack. Die sind jetzt nochmal ein bisschen nervig, weil die beide diesen Shit draufhauen können. Wenn du da nicht aufpasst, dann hast du ziemlich schnell den... Okay, jetzt habe ich einen abgekriegt, den anderen hat das Pet. Den kannst du theoretisch, wenn du ganz, ganz schnell bist, avoiden. Seht ihr, was der eine Stack allein reinhaut? Das ist zu weit entfernt. Kick ich die mal weg. Ich will nämlich meinen Stack auslaufen lassen. Jetzt habe ich nämlich nicht gefressen, den anderen. Perfekt. Ausgelaufen, jetzt können wir sie killen. Ich bin, so, jetzt bin ich auf. Warum gehe ich denn immer weiter runter? Jetzt bin ich nur auf 29%. Ah, fuck, jetzt ist der in der Dings gestorben. So, wir haben jetzt noch 12 Minuten. Wenn wir jetzt nicht krass failen, dann dürfte das kein Stress sein. Wir müssen halt die Totems spielen. Hier kommt der Onkel Doktor. Der Boss ist halt. Ich würde sagen, also in der Innie ist es der schwierigste in dem Sinne. Oh, bitte kick den. Nicht, weil der allgemein schwierig ist, bloß mit Boss-Buff. Diese Totems, wenn die Leute nicht sinnig switchen, dann kann das hier eine recht ätzende Angelegenheit werden.
Wegen die Totem solltest du schnellstmöglich killen. Dafür gibt's kein Gegengift. Jetzt muss ich da reinchargen. Gut, ich habe ihnen extra geschrieben, play Totems. Weil das ist halt das Key-Ding. Es gibt halt viele Gruppen, die ignorieren das halt, ziehen durch. Aber ich glaube, da würden wir Probleme kriegen mit der Gruppenzusammenstellung, wenn wir das machen. Ich muss sagen, jetzt mittlerweile bin ich ein Fan von dem Trinket. Das ist echt nicht so verkehrt. Solange jetzt keiner in der Dings verreckt, dürfte das eigentlich nicht das Problem werden. Hier im Volcanic. Ich habe halt keinen Bock nochmal King's Rest zu gehen. Das ist so eine Gammel-Indie, dauert so ewig. Die ganzen Dialogen, diesen ganzen Cut-Sequenzen, was du hast. Deswegen, wenn ich die jetzt in Time habe, dann ist das schon mal wieder abgehakt. Komm, benutzen die Enker. Wir haben danach eh bloß Zool. Achso, wir haben eh schon 100% Dings getroffen. Oh mein Gott. Fuck, bin ich voll da reingelaufen. Ich wollte eigentlich chargen. Das war jetzt nix. Schnell nämlich hier in die Mitte rein. Dann bist du halt, stehst du halt safe. Auch gerade verkackt. Was ist zum Glück Melee-Damage? Da kriege ich als Tank jetzt nicht so viel ab. Aber wenn du schnell dann wieder reinläufst, dann ist das easy. Weil die gehen ja alle nach außen. Da musst du eigentlich gar nicht moven. Ist irgendwie ein Tempo-Buff? Der macht das ganz schön oft. Hä? Achso, das ist der... Mein Gott, ich dachte mir, wie kommt denn jetzt die eine hier in Dings in Midrange auf einmal hin? Aber das war der Worry, der gewirbelt hat. Ich war gerade kurz perplex, muss ich gestehen. Okay, den müssen wir noch interrupten. Aber das machen sie schon, perfekt. Mage ist low und ist tot. Den Boss taunten, dann kann ich einen Mage ritzen. Okay, oder der Druid hat ihn geritzt. Dadurch rein. Ich glaube, hier laufe ich mal lieber weg. Oh fuck, der schleudert einen so nach außen. Der macht relativ viel mehr Damage. Obwohl, ich habe den Hit gar nicht abgekriegt. Ich muss ihn gar nicht kiten. Jetzt gibt's Haue! Blut und Knochen! Lauf! Hüte! Machen wir jemanden einen Kopfklatscher! Jetzt gibt's Haue! Ich hab vorher den Hit irgendwie gar nicht abgekriegt. Keine Ahnung, wie das. Da habe ich meinen Raw für gewastet, den ich jetzt hätte besser brauchen können. Also kannst das hier anscheinend outrangen? Ah, also wenn ich... Ah, wenn ich das Ding outrange, dann brauche ich gar nicht die ganze Zeit weglaufen. Easy. Ja, ist ja richtig easy. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das geht. Mein Zorn lebt weiter. Okay, das war eigentlich der schwere von den beiden hinteren Bossen. Good job, schreibt der Druid. Passt. So, 28. Irgendwie geht jetzt jedes Mal Ding meine Prozente runter, ne? Shit, Zool müssen wir jetzt noch machen und Dings. Zool und. Hier den Endboss. Da sollte eigentlich nichts passieren. Eigentlich. Beschwert euch so viel ihr wollt. Ihr hättet wissen sollen. Komm, dann wird Inka nochmal ready am Ende vom Bosskampf. Ah nein, am Anfang muss ich ja cleaven, ich bin so ein Vollidiot. Oh, stellt euch in den Scheiß rein, Leute. Okay, das war jetzt ziemlich dumm, hier Inka zu ziehen. Tatsächlich. Habt ihr gesehen, wie ich mich wieder vollgezogen habe mit meinem Shit? Mhm. Dann langsam schlecht mit dem. Geh da jetzt raus, du kriegst nämlich das Tank hier. Komm, den Display mal. Bei dem Mob lohnt sich's wirklich. Wir haben jetzt 6 Minuten für den Endboss. Ich habe kein Ding ready, keine Inka, weil ich jetzt hier. Das war echt gewastet, muss ich sagen. Weil am Anfang kannst du ja cleaven bei dem Boss und da habe ich jetzt nicht dran gedacht, tatsächlich. Jetzt hoffen wir bloß, dass meine Rüstung hält. Gut, ich habe 2 Aufladungen von Wall ready.
mein Trinket gleich wieder, Baumrinde und den GS. Also eigentlich, also wenn ich jetzt hier sterbe, dann, ne? Es gibt viele, die ziehen den einmal ganz außen rum, aber dann muss die Gruppe am Anfang so viel moven. Und die keine HT ziehen? Meiner Klinge hält keiner Stand. Nicht wann. Zeit für Blut. Jetzt, ah, okay. Das ist zu weit entfernt. Ich zerhack euer Fleisch. Oh, der haut gut rein, ne? Der Junge. Der Junge. Komm, komm, mein lieber Reban. Jetzt gibt's Fressen. Zeit für Blut. Ich hab so die Ahnung, dass ich meine CDs brauchen werde. Meiner Klinge hält keiner Stand. Wenn es bloß nicht aufspießen lassen hat. Und vielleicht nicht unbedingt so einen Wirbel fressen, wenn sich's vermeiden lässt. Ich spiel mal defensiv, halt meine Active Mitigation oben. Mit Double Stack, ne? Ich muss näher ran. Selbst der Tod, ich zerhack euer Fleisch. Ich gehe so langsam nach hinten mit der Truppe. Hinten gibt's so einen Spot, wo du anscheinend alles ausweichen kannst. Wo du halt nicht moven. Fuck, jetzt wurde ich in den Wirbel reingefiert. Nehmen wir den mal ein bisschen live. Meiner Klinge hält keiner Stand. Dreckig, wenn du in den Wirbel reingeführt wirst. Zeit für Blut. Das ist zu weit. 4 Minuten. Kann ich dann gleich mal eine zweite Inka ziehen, die halt gewastet ist. Weil ich, weil nichts mehr zum Cleaven gibt. Ein wenig schade an der Stelle. Naja. Ich muss näher ran. Zumindest könntest du danach zweimal ziehen. Das ist doch schon mal was. Da, komm, hier, auf geht's. Meiner Klinge hält keiner Stand. Genug. Ihr habt euch die Ehre verdient durch meine. So, natürlich in der Movement-Phase hier, Dings. Schau, jetzt fängt das nämlich hier an und du stehst nämlich hier. Gut, so weit hätte ich ihn gar nicht ziehen brauchen. Das war jetzt eigentlich viel zu weit gezogen. Hätte eigentlich da stehen bleiben müssen, wo der Raptor gestorben ist. Das ist, wenn man nur für so Hören sagen, ne, zieh den dahinter, dann passt das. Jetzt kommt es halt, ne? Hoffe ich gleich einmal durch mit. Zeit für Blut. Ich zieh jetzt trotzdem einmal die Wall. Okay, ich wurde nicht aufgespießt, aber wenn ich aufgespießt worden wäre, dann hätte ich wenigstens im Stun meine Wall gehabt, ne? Safety first. Keiner Stand. Da geht er down. Perfekt, wieder ein In-Time mehr. Das war sogar ein Elfer, sehe ich gerade erst. Passt. Wie gesagt, ich bin ja dabei, hier mit dem Gammelchar hier die ganzen Keys mal für den Radio und dem anderen Zeug fertig zu basteln. Gut, sind wir durch? Gibt's irgendwas, was die mir traden können? 400 Gürtel? Und auch eures Königreichs. Von dieser Möglichkeit, was die mir traden können, die werden es sicher nicht brauchen, hoffe ich zumindest. Nee, es ist leider nichts dabei. Gut, sind wir durch mit der Ini. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Tila. Ciao.